Im Fahrzeug haben wir natürlich auch einige Steckdosen verbaut. Hier im Bereich unserer Mittelkonsole haben wir zwei USB-Anschlüsse zum Laden. Wir haben hier zwei Zigarettenanzünder. Hier haben wir noch einen USB-Anschluss, um am das Telefon zum Beispiel mit dem Radio zu verbinden. Ein AUX-Anschluss. Weiter haben wir hier oben unterhalb von der, von den Staufächern in der Mittelkonsole noch zwei Steckdosen, einmal 12 und einmal 24 Volt. Und im Fahrzeug haben wir erstmals auch serienmäßig eine 220 Volt Steckdose verbaut. Aber Achtung, diese ist nur bis 300 Watt ausgelegt. Also bitte dort keine großen Mikrowellen anschließen. In diesem Fall haben wir zum Beispiel das große Fahrerhaus, das GX-Fahrerhaus. Das zeichnet sich natürlich durch riesig große Staufächer aus. Wenn man es hier in der Mitte sieht, haben wir hier auch noch eine kleine Ablage, ja, um das Staufach bestens auch ausnutzen zu können. Aber hier seid ihr für den Fernverkehr bestens gewappnet. Unter dem Bett möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Um das Bett hochklappen zu können, einmal den Knopf drücken zum Entriegeln. Einfach die Liege hochklappen. Zum einen sehen wir jetzt hier ein wunderbar großes Staufach nochmal, der natürlich auch als Mülleimer genommen werden kann. Verschwindet wunderbar unterm Bett. Zum anderen haben wir unsere Kühlbox. Einschalten über den Hauptschalter. Plus und Minus die Temperatur dann wählen. Und natürlich auch ein sehr großes Kühlfach. Weiteres Highlight. Wie ich finde. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr die Liege hochgeklappt habt, an eure Außenstaufächer zu kommen, ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen. Dafür habt ihr einfach die Möglichkeit, diese Wannen hier zu nehmen, rauszunehmen und könnt in das Außenstaufach greifen. Das könnt ihr natürlich auf der Beifahrerseite auch. Wenn ihr Pause machen möchtet und wollt ja, was zu euch nehmen, ja, wo macht ihr das jetzt? Ganz einfach. Ihr klappt das Fach auf, greift einmal rein, zieht euch den Tisch raus und habt natürlich eine kleine Abstellmöglichkeit, um euer Essen zu euch zu nehmen. Wir haben hier natürlich auch eine Komfortmatratze, damit ihr natürlich auch nach einer anstrengenden Schicht auch vernünftig schlafen könnt. Was haben wir jetzt neu? Wir haben ein verstellbares Kopfteil. Könnt ihr euch natürlich in die gewünschte Position legen, wie ihr gerne möchtet. Weiter haben wir die Möglichkeit, wenn ihr im Bett liegt, auch viele Sachen über dieses Bedienteil steuern zu können, ohne dass ihr das Bett verlassen müsst. Dafür schaltet ihr einmal hier oben ein. Jetzt seht ihr, dass das Fahrzeug entriegelt ist. Ich könnte das mit einem Tastendruck vom Bett aus verriegeln. Ich könnte mir ein Fenster aussuchen, welches Fenster ich gerne hätte. Jetzt ist zum Beispiel links geschlossen und könnte das vom Bett aus auch öffnen und auch schließen. Weiter habe ich die Möglichkeit, meine Innenbeleuchtung darüber zu steuern. Ja, jetzt habe ich es relativ hell eingestellt, könnte natürlich das Licht auch noch dimmen oder sogar ausschalten. Das Nachtlicht mit einschalten. Hätte die Möglichkeit, natürlich auch mein Radio ein- und ausschalten zu können, wenn ich im AUX-Anschluss das angeschlossen habe, darüber auch Musik abspielen zu lassen, andere Einstellungen für das Radio noch mit vorzunehmen. Wenn ihr nach links betätigt das Menü, habt ihr die Möglichkeit, auch eure Heizung einzuschalten bzw. auch die Standklimatisierung, wann und wie lange es laufen soll. Und habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr es vergessen habt, wenn ihr in Pause gegangen seid, habt ihr die Möglichkeit natürlich hier auch die Standklimaanlage bzw. die Standheizung, wie eben auch gesehen, über dieses Bedienteil zu programmieren. Lenkzeiten könnt ihr euch anzeigen lassen, natürlich nur, wenn eine Karte auch gesteckt ist.
Ihr habt die Möglichkeit, euch einen Wecker zu stellen. Und dann sind wir wieder am Ende. Also eine Menge Möglichkeiten, die ihr von hier aus machen könnt, ohne dass ihr aufstehen müsst. Weiter haben wir hier hinten noch verschiedene Steckdosen, USB-Anschlüsse zum Laden, 24 Volt und 12 Volt. Es ist immer darauf abgedruckt, bis wie viel Watt diese Steckdosen es aushalten. Bitte geht auch entsprechend damit um. Und dass er halt in dem Fall bei den 24 Volt Steckdosen auch nur mit 360 Watt Maximalleistung rangeht. Wenn ihr lieber oben im Bett schlaft, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, nicht ganz so komfortabel wie unten, aber habt trotzdem die Möglichkeit, das Dach aufzumachen, die Fenster, Fahrer-, Beifahrerseite auf- und zuzumachen oder auch das Licht ein- und auszuschalten.